Wasser, Pinsel und Farbe. Das sind die drei Zutaten, die wir brauchen, um diesen Hintergrund zu gestalten. Und wie das geht, das erfährt ihr heute bei Airbrush Effects. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Airbrush Effects. Ja, heute wollen wir uns mal mit einer Technik beschäftigen, die ich verwendet habe, um dieses Bild bzw. diesen Hintergrund zu erstellen. Und wir wollen heute einen ähnlichen Hintergrund erstellen, allerdings nicht basierend auf die amerikanische Flagge, sondern etwas, was neutraler ist, sage ich mal. Und wie das geht, das erfährt ihr heute. Allerdings zunächst einmal gucken wir uns an, was wir dafür benötigen. Es gibt insgesamt drei Sachen, die wir benötigen für diese Technik. Das erste wäre Wasser. Und dafür brauchen wir eine Menge. Hier habe ich ganz normales Leitungswasser in einer Sprühflasche gefüllt. Sprühflasche deswegen, weil das Auftragen einfacher ist, schneller geht und vor allem auch präziser ist. Das zweite, was wir benötigen, wäre einen Pinsel. Und hier habe ich einen 50 mm breiten Pinsel, ganz billig aus dem Baumarkt. Die Größe des Pinsels ist so ein bisschen abhängig von der Größe eures Projektes. Wir arbeiten heute mit einer Leinwand, die 50 x 40 cm groß ist, wenn mich nicht alles täuscht. Da passt diese Breite eigentlich recht gut. Sicherlich kann man größere oder kleinere nehmen. Das hängt völlig davon ab, womit ihr lieber arbeiten wollt. Das muss auch kein perfekter Pinsel sein. Also dieser kennt vielleicht der ein oder andere aus dem Holztutorial bereits. Der ist so ein bisschen kaputt, sage ich mal. Das macht aber nichts, da wir nicht detailliert mit dem Pinsel malen wollen. Und zu guter Letzt brauchen wir natürlich Farbe. Und für dieses Projekt verwende ich die Createx Illustrationsfarben. Das hat den ganz einfachen Grund, dass diese Airbrush-Farben mit Wasser wieder anlöslich sind. Und gerade für diese Technik ist das eigentlich eine sehr gute Eigenschaft. Man muss nicht zwangsläufig diese Farben nehmen, man kann sicherlich auch andere Airbrush-Farben nehmen, solange sie wasserlöslich sind. So, und damit hätten wir dann auch schon alles bereit liegen und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los und ich zeige euch, wie man so einen effektvollen Hintergrund schnell und einfach herstellen kann. So, fangen wir an. Der erste Schritt liegt darin, den Untergrund einfach richtig schön nass zu sprühen, dafür einfach das Wasser auf irgendeine Art und Weise auf den Untergrund tropfen. Sobald der dann richtig schön getränkt ist, benutzen wir dann unsere erste Farbe, in diesem Fall wird das ein Gelb sein, und tropfen das schön großzügig auf den Untergrund auf und versprühen dann die Farbe mit unserem Wasser. Im Anschluss daran benutze ich dann den Pinsel und verstreiche das Ganze und erzeuge auf diese Art und Weise meine Struktur. Und zwischendurch benutze ich dann immer wieder die Sprühflasche und versuche da so eine Struktur reinzusprühen sozusagen. Die ganze Technik besteht eigentlich darin, dass man abwechselnd mit Farbe, Wasser und Pinsel halt spielt, um auf diese Art und Weise Strukturen eben zu erzeugen. Ein kleiner Tipp mit der Sprühflasche, ihr könnt natürlich in allen unterschiedlichen Richtungen sprühen, also ihr werdet auch sehen, ich sprühe ab und an mal von unten oder auch von der Seite und erzeuge auf die Art und Weise sehr unterschiedliche Strukturen. Sobald ich halt mit dem Ganzen zufrieden bin, benutze ich dann die Airbrush-Pistole und mit geringem Druck trockne ich das Ganze. Nicht zu stark sprühen, ansonsten versprüht ihr halt die Farbe und die Struktur und das sollte man eben vermeiden. Nun benutze ich im zweiten Schritt ein Moosgrün und mache im Prinzip das gleiche wie vorher, das heißt Farbe auftrocknen, versprühen mit dem Wasser und dann letzten Endes nochmal mit dem Pinsel nachbearbeiten. Man kann hier auch ganz deutlich sehen, dass ich versuche, den mittleren Bereich des Bildes etwas auszulassen und die Struktur hauptsächlich in den Ecken des Bildes und in den Randbereichen zu erzeugen.
Ganz einfach deswegen, weil ich halt noch ein Motiv geplant habe, was direkt in der Mitte entstehen soll. Und ich will zwar ein wenig Struktur im Hintergrund dort auch haben, allerdings soll er nicht so dominant sein wie an den Randbereichen des Bildes. Wie ihr sehen könnt, verwende ich auch den Pinsel, um Farbe und Wasser aufzutragen. Dafür einfach in einem Behälter Farbe oder auch Wasser einfüllen und dann Pinsel eintunken und eben auf den Untergrund raufsprühen oder raufschlagen, je nachdem wie man das nennen möchte. Zwischendurch benutze ich dann die Airbrush-Pistole, um meine Strukturen zu trocknen. Das Ganze mache ich deswegen, weil ich versuchen möchte, in mehreren Schichten zu arbeiten. Das geht allerdings schlecht, wenn der Untergrund die ganze Zeit so stark angefeuchtet ist. Deshalb einfach ab und an mal, wenn man an einem Punkt ist, wo man zufrieden ist, das Ganze trocknen, sich mal angucken, wie es im trockenen Zustand aussieht und gegebenenfalls dann nochmal nachbearbeiten. An dieser Stelle verwende ich dann die Airbrush-Pistole, um einmal Farbe aufzutragen. Hauptsächlich in den Ecken verwende ich nun ein normales Plateau-Grün. Auch das bearbeite ich dann nochmal mit der Sprühflasche, um noch ein paar zusätzliche Strukturen zu erzeugen. Und nun benutze ich nochmal ein Gelb-Grün-Gemisch, um dieses Plateau-Grün, was doch sehr hell und knallig hervorsteht, um noch ein bisschen abzutönen und einfach das Ganze farblich ein bisschen besser zusammenzufügen. Zum Schluss verwende ich nun ein Blaugrün und ein Taschentuch und tupfe die Farbe nochmal in den Ecken auf, einfach um nochmal so eine dunklere Abstufung zu kriegen und noch eine zusätzliche Struktur einzuarbeiten, einfach damit das Ganze etwas abwechslungsreicher und interessanter nochmal wird. So, und da wären wir dann auch schon fertig. Unser Hintergrund hier nochmal als Ganzes zu sehen und eine kleine Nahaufnahme mit Vorzeichnung sowie ein kleines Detailfoto. So, da wären wir dann auch schon wieder am Ende der heutigen Episode und neben mir könnt ihr nochmal unser Bild sehen, unser Hintergrund. Besser gesagt, viel mehr ist es halt noch nicht. Ja, das Ganze sieht ein bisschen anders aus als die amerikanische Flagge, die ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe. Es ist aber tatsächlich ein und dieselbe Technik gewesen. Das ist aber auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass halt wirklich eine Technik auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen eingesetzt werden kann und natürlich dementsprechend zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Im Großen und Ganzen bin ich mit unserem Ergebnis auch sehr zufrieden. Gerade für den weiteren Verlauf dieses Bildes wird es sehr gut passen, denn ich plane hier in der Mitte halt eine Kriegerin zu brushen, ein Fantasy-Motiv, die halt im Walde steht und halt die Grüntöne, die passen sehr schön dazu und halt auch diese vielen parallel verlaufenden Linien, die im Hintergrund verschwinden, wie Baumstämme halt. Ich glaube, das Ganze wird sehr gut zu der Gesamtoptik des Bildes nachher passen und in dem Sinne bin ich halt, wie gesagt, sehr zufrieden mit unserem Ergebnis.
Ja, ich hoffe, dass euch dieses kleine Tutorial Spaß gemacht hat und dass der ein oder andere vielleicht was daraus lernen konnte. Oder dass es vielleicht den einen oder anderen Zuschauer gibt, der sogar diese Technik für seine Bilder jetzt weiterverwenden möchte. Wie immer, Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Anregungen entweder bei YouTube gleich in die Kommentare rein oder auch gerne bei Facebook. Entweder auf meiner persönlichen Seite oder auf mein Künstlerprofil. Könnt ihr mich, wie gesagt, immer gerne kontaktieren. Und ich hoffe, dass ich euch dann in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen kann. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche und vor allem natürlich viel Spaß beim Airbrushen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, viel Spaß und wir sehen uns.